hatte da auch bei der Sache meinen Spaß. Aber eben auch Unterricht für junge Nachwuchsfahrer, die in den Kartsport eingestiegen sind, wie eben Bergmeister, auch die Heidfels, weil da waren ja damals zwei, Pierdade war mit dabei. Also da waren einige junge Kartfahrer, die, ich war ja auch selber nicht alt, aber hatte natürlich sehr viel Erfahrung schon, die ich da unterrichten konnte und denen ich sicherlich ein paar Tipps geben konnte. In der Tat hat er da teilweise Fahrunterricht gegeben und ich habe sogar mal bei ihm einen Tag trainiert mit meinem Bruder Sven zusammen. Das war, ich glaube, montags, wo die Strecke eigentlich schon mal geschlossen war, sind wir dann ein bisschen rumgefahren. Er hat ein paar Pilönchen aufgestellt und war super locker drauf, so wie er heute eigentlich auch noch ist. Mein Name ist Michael Schumacher, bin 20 Jahre alt, habe angefangen mit dem vierten Lebensjahr Go-Kart zu fahren. Michaels Leben war die Kartbahn in Mannheim. Mutter Elisabeth betrieb die Gaststätte, Vater Rolf den Leihkart-Service. Michael wurde mehrfacher deutscher Kartmeister. Haben wir mal Testfahrten auf Hockenheim gemacht, in der Formel Ford, die sehr erfolgreich waren. Dann kriegten wir das super Angebot von dem König, von der Firma König. Da gab es die Formel König, da haben wir im ersten Jahr sofort die Meisterschaft gewonnen und dann war eigentlich der Durchbruch da. Dann hat Willi Weber ihn irgendwann in die Formel 3 geholt und dann ging es ja Schlag auf Schlag. Da war ja ganz, ganz schnell in der Formel 1. Wir hatten mal einen Plan aufgestellt, in welchem Jahr wir was machen. Und da stand 1995 Einstieg in die Formel 1, großes Fragezeichen. Und 1995 hat Michael eigentlich schon alles erreicht, was er erreichen wollte. Er war also immer etwas schneller wie die anderen. Wenn man keinen finanziellen Background hat, dann tut man sich da schwer. Und es gab damals die famöse Situation, ein Angebot für 500 D-Mark noch, eine Testfahrt im Formel Ford zu machen, was schon sehr günstig war. Aber selbst die mussten wir ausschlagen, weil wir die 500 Mark einfach nicht hatten. Das alles hätte nicht geklappt, wenn nicht der Herr Dilk seinen Segen dazugegeben hat und gesagt, ich bürge dafür, ich mache das, ich übernehme das und wir werden irgendwie gucken, wie wir das finanziert bekommen. Und dadurch ging dann eigentlich die Formelkarriere so richtig los. In der Nachwuchsklasse Formel König begann der Rohdiamant Michael Schumacher zu funkeln. Gleich im ersten Jahr sicherte er sich überlegen den Meistertitel und das unter zum Teil widrigen Bedingungen. Durch diese Erfolge wurden noch andere auf den 19-Jährigen aufmerksam. 1988, Michael Schumacher aus Kapern und ihr macht einen Riesenapplaus, liebe Freunde. 1988 fiel mir das ganze Jahr über ein junger Mann auf, namens Michael Schumacher, der Formel Ford und Formel König fuhr. Aber nicht eigentlich die Siege haben es mir angetan, sondern wie er das Auto bewegt hat. Da ist was rübergekommen. Das war fantastisch, diese Fahrzeugbeherrschung. Das war die letzte Überzeugung. Ich habe ihm dann angeboten, 2 Jahre in meinem Team zu fahren. Natürlich stand die Geldfrage im Raum. Michael Schumacher hatte damals wirklich nichts, also keine 500 Mark, um so eine Saison zu bestreiten. Die kostete aber damals schon zwischen 600.000 und 700.000. Ich habe ihm dann eben angeboten, diese 2 Jahre kostenlos bei mir zu fahren. Ich habe mich in den 2 Jahren um ihn gekümmert. Er hat ein Auto bekommen und was er eben gebraucht hat. Und ich glaube, das war eine tolle Investition. Ich spreche jetzt weniger von der finanziellen Investition, sondern von der Investition in den Menschen. Michael Schumacher, und ich bereue es nicht. Die Siegesserie setzte sich fort. Im ersten Formel 3-Jahr wurde Michael Schumacher Meisterschaftsdritter. Im Jahr darauf holte er sich den Titel. Außergewöhnliches Talent und Fahrzeugbeherrschung, gepaart mit Mut, Fitness und Ehrgeiz. Etwas, das er von klein auf verinnerlicht hat. Es hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich schon sehr früh selbstständig in gewisser Hinsicht war und auf mich selbst achten musste. Und natürlich auch erkannt habe, dass ich meine Chancen nutzen musste. Denn viele Chancen im Leben hat man nicht. Und ich habe zu den jeweiligen Möglichkeiten, die ich eben schon angesprochen habe, mit Herrn Noack, mit Herrn Dilk,
später mit Willi und dann und so weiter, habe ich jeweils immer wieder Möglichkeiten gehabt, mein Talent unter Beweis stellen zu dürfen, zu können. Und die Chancen konnte ich dann nutzen. Trotz seiner Erfolge blieb Michael bodenständig und half seinem kleinen Bruder Ralf, selber im Motorsport Fuß zu fassen. Das ist nicht unbedingt mein Metier. Ich habe ein ganz anderes Hobby. Ich tue gerne Angeln, habe gerne meine Ruhe. Wie die zwei dazu kommen, weiß ich nicht. Aber ich habe mir da schon meine Gedanken gemacht, aber ich habe noch nie Angst gehabt, was passiert. Wie gesagt, bei mir, wenn ich die fahren sehe, die sind sich sicher und da kann mir mal nichts passieren. Ich bin der Meinung, da darf man nichts mehr machen. Also ich weiß es nicht. Wenn man auch den Unfall jetzt von der Formel 1 sehen, sollte man ja meinen, lieber, der kommt dann immer raus. Und ich denke auch nicht an die Formel 1. Da denke ich auch nicht einfach. Zunächst kam erstmal die DTM. Für Mercedes bestritt der hoffnungsvolle Nachwuchsstar unter anderem das Saisonfinale in Hockenheim und machte sich dabei nicht unbedingt bei allen beliebt. Ja, er war schnell. Er war schnell, aber er war vielleicht noch ein bisschen unerfahren, ungestüm, hat am Qualifying irgendein Problem gehabt, ist relativ weit hinten gestanden, hat aber einen mega Start gehabt und leider einen Konkurrenten, der auch noch Titelkandidat war. BMW-Fahrer Johnny Cecotto getroffen in der ersten Ecke. Und das war natürlich eine herbe Geschichte, weil es damals noch Titelchancen für Johnny Cecotto gab. Natürlich war es keine Absicht von Michael. Und wir sind dann anschließend zu dem damaligen Sportchef Karl-Heinz Kalbfell abends im Schloss in Schwetzingen zum Entschuldigen gegangen, der Michael und ich gemeinsam. Und er war wirklich ganz blutjunger Rennfahrer noch und hat sich entschuldigt und es wurde ihm auch verziehen dann. Die höheren Weihen erhielt Michael im Sportwagenprojekt des Schweizers Peter Sauber. Der von einem Turbomotor angetriebene Sauber Mercedes C9 war trotz höherem Gewichts und schmaleren Reifen so schnell wie ein Formel-1-Bolide. Reifeprüfung für die ersten drei der Formel 3. Wir haben zusammen eine interessante Zeit gehabt bei Sauber Mercedes. Wir sind aufgegriffen worden als die Nachwuchsfahrer zusammen mit Karl Wendlinger. Und es hat auf jeden Fall damals riesig Spaß gemacht. Sehr viel dazugelernt. Wir haben uns näher kennengelernt, auch zusammen zu arbeiten und hatten an sich eine sehr gute Beziehung entwickelt dann damals. Rennleiter Jochen Nierpasch hatte ein klares Ziel. Mit Jochen Maas als Lehrmeister sollte dem sogenannten Junior-Team der Sprung in die Königsklasse ermöglicht werden. Deutschland war auf der Suche nach einem neuen Formel-1-Fahrer. Und die Voraussetzungen dafür hätten optimaler nicht sein können. Man war am Anfang nicht ganz so glücklich, speziell der Peter Sauber, der ja doch sehr auf sein Material bedacht war und da durfte ja kein Kratzer irgendwie drankommen, da so Jungspunte in so ein großes, schweres, schnelles Auto zu setzen und Nachwuchsförderung zu betreiben. Aber ich denke, wir konnten seine Skepsis dann vergessen machen, nachdem wir die ersten Testfahrten dann gemacht haben. Ich glaube, dass wir nicht allzu viel kaputt gemacht haben, sondern eher uns ganz gut unter Beweis stellen konnten und die Zeit war schön. Also bei Michael hat man dann sehr schnell, also schon kurz nach diesem ersten Test in Puerto Rico hat man gemerkt, dass da ein großes Talent kommt. Was man vor allem gemerkt hat bei ihm, unglaublich zielgerichtet, unglaublich ehrgeizig, viel gemacht, vor allem auch für die Fitness. Also er war ein Energiebündel. Das hat man nicht nur gesehen, das hat man richtig gespürt.